Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Show Minecraft. Jetzt würde ich hier gerade Minecraft sagen, so richtig mit einem schönen K hier dran. Diesmal habe ich mir eine besondere Welt vorgenommen, eine sehr fette Welt. Hier sieht man auch schon einiges weniges. Also gleich wird man natürlich mehr sehen. Versteht sich ja. Was jetzt ist Musik? Seltsam. Egal. Ja, also in Safe ist die Welt hier, ich glaube, 201 MB groß. Wie es dazu kommt, sage ich gleich noch. Aber erstmal drücke ich hier mal den, betätige ich, glaube glaub ich, mal den Schalter. Ey. Moment. Ey, ich will den Schalter betätigen. Ja, mit Rechtsklick ist es immer so eine Sache. Ach, schade, ey, jetzt geh doch. Naja, müssen wir es eben ohne machen. So, hat es kurz gedreht und jetzt. Für was hat man denn wohl Mods? Ja, also eigentlich müsste ja hier ein schöner Turbo jetzt kommen, aber der ist leider aus. So, aber dafür geht es gleich los. Sehr viel Gelege, geht es hier irgendwie wie eine Höhle runter oder auf ein riesiges Turbofeld hier? Ja, Turbofeld. Weil wir auch in Mario Kart Wii oder so sind. Nein, ich meine natürlich hier die Booster-Dingens-Schienen. Ja, genau. Wenn man sich auch die Koordinate angeschaut hat, vorhin waren wir bei minus 500. Ja, und ich fahre einfach weiter auf diesen ewig langen, ja, ich wollte wieder Turbostreifen sagen. Auf diesen vielen Boost-Schienen da. Und hier kommen auch ab und zu mal ein paar Höhlen drin. Also, ich meine, da hinten war jetzt eine, da ist oben ist eine. Es sieht so aus, als ob es da rausgehen würde. Genauso wie hier. Finde aber alles nicht. Jetzt wird mal wieder meine Maus ewig laut. Da hinten geht es auch noch weiter. Gänge. Da hinten auch noch. Und dann geht es hier schön unter Wasser weiter. Habe ich mit Glowstones ausgestattet. Als diese Map erstellt wurde, gab sie noch gar nicht. Dann geht es hier irgendwie in ein anderes Dorf durch den Baum durch mit Gras innen drin. Da ist hier so ein seltsamer Berg. So ein fetter. Und das ist hier, es geht irgendwie einen Turm hoch, nicht ganz. Hier geht es einen Berg hoch auf jeden Fall. Ein bisschen hier am Rand lang. Sieht man auch nochmal ein bisschen, was hier alles ist. Mein LED kann es auch noch laden. Das war so gut wie gar nichts mal wieder. Dann geht es hier eine seltsame Brücke hoch. Hier vielleicht noch und dann sagen. Naja, dann. Naja, und dann, also dann kommen wir halt oben an, und dann, ja, und dann geht's hier runter. Bitte schneller laden. Ja, dann geht's hier halt irgendwie weiter, um die Kurve. Ich noch einmal und dann sage dann, ne. Ja, so ist das also. Ja, es geht danach eben hier irgendwie durch. Bisschen Wald durch, auf den Bäumen lang, über einen holzigen Pfad hier. Irgendwie unten lang so viele Kurven, dass hier alles schon leckt. Okay, das tut es sowieso. Dann geht es hier einen hohen Berg hoch und auf eine große Brücke. Wenn ich sage groß, dann meine ich auch groß. Mit sehr viel Gelecke geht es hier über die Boosterschienen. Ich habe nicht Turbofelder gesagt. Huhu, ich hab's geschafft. Muss kurz so. Dann sehen wir, wo die Brücke weitergeht. Hier ist auch noch
Irgendeine seltsame Hochebene, zeige ich alles noch. Nur keine Geduld, würde ich sagen. Ja, nur Geduld haben, meine ich natürlich. Das ist auch geil, die Stelle. Da kommen wir hier raus. Da ist normalerweise eine kleine Kreuzung. Kann man den Schalter da am Start betätigen, wo ich war, etwa irgendwo da. Also nicht den, den ich da betätigen wollte, sondern den anderen. Jetzt lassen wir einfach mal weiterfahren. Durch die ganzen Tunnel und Brücken. Ich glaube, man hört meinen PC gerade ziemlich laut. Ach ja, und jetzt sind wir auch schon wieder da. Also am Ziel angekommen. Diese kleinen, naja, ich glaube, es soll eine Achterbahn eigentlich darstellen. Ich will mal zum Thema recht. Ja, natürlich geht wieder gar nichts. Also ich bin hier mal ganz kurz aus dem Teil raus. Wir sehen uns in wenigen Sekunden wieder so. Diese wenigen Sekunden sind vorbei. Ich habe das Viech da jetzt zerstört. Jetzt gehen wir doch nochmal hier rein. Und das hier ist der Schalter, von dem ich redete. So, Schalter betätigt. Gehen wir wieder hoch. Gehen wir wieder hoch. So. Ja, nein, hoch. Hier lang. Jetzt mal gucken. Ich hier irgendwo ein Minecart herkriege. Da. So, also. Jetzt fahre ich jetzt mal mit dem echten Start los. Ich hoffe, ihr seht so viel, wie es nur geht. Und da Rechtsklick ja nicht geht, muss ich kurz die Aufnahme wieder. So, frisch aktiviert und mit vollem Turbo, ohne dass ich hier auch nur meinen Mod benutzen brauche. Geht wieder ganz normal weiter. Ich hätte den Scheiß irgendwie rausschneiden sollen, vielleicht. Ach komm, das mache ich jetzt. Also, wir sehen uns dann wieder an einer bestimmten Stelle einfach. So, jetzt sind wir wieder gerade hier. Also da, also jetzt geht es ja schon so ganz komisch lang. Ach, ich muss hier selbst Gas geben. Das ist irgendwie ziemlich seltsam hier. Hier Querfeldlandein, wollte ich sagen. Ja, Querfeldlandein geht es hier. Irgendwie ein Berg hoch. Über den Weg nochmal hoch. Finde ich hier kurz hoch, runter. Nevmeth. Ja. Jetzt fange ich mit dem MV mit dem und dann an hier. So, das ist auch witzig hier. Pam, ich bin runtergeflogen. Ups, da. Ich muss hier aufpassen. Muss ich richtig fahren. Aua, warum tue ich mir jetzt? Warum tue ich mir weh, bevor ich runterfall? Warum? Ich kann da eigentlich gar keinen Schaden nehmen. Ich frage mich, warum das gerade die Schadensanimation gemacht hat. Egal. Das ist Minecraft, das ist buggy. Und ist auch boom. Hahaha. hier geht's halt irgendwie hoch auf den Berg noch. Dann geht's rund. So. Ja, ich bin natürlich auf dem Zaun gelandet. Scheiße. Naja, Moment, ganz. Ja, ganz kurz. Das Teil zerstört. Ich will jetzt kurz fliegen, bitte. Ja, so ist dann. So ist danke. Also, wir sind gerade von hier oben nach da runter auf den Zaun gefallen. Ja, dann hätten wir nach da fallen sollen. Dann wären wir wieder da gewesen, wo wir vorhin lang gefahren sind. So, fangen wir doch mal jetzt wirklich richtig an. Ich glaube, das brauche ich auch etwas weiter erläutern.
Ja, schaut euch einfach mal die Minecraft Rollercoaster von Syxscar an. Ich werde nochmal reinschreiben hier Dingens. So, hier habe ich etwas hingebaut. Das sieht irgendwie aus wie so eine komische Bahnhaltestelle hier. Die werde ich gleich nochmal zeigen. Was ist das denn, ein Block Erde? Toll. Hat hier nichts verloren. Hier geht durch den Wald ein Weg. Ein Kiesweg, versteht sich. Brückenpfeiler von der Brücke, die oben drauf ist. Dann kommt man da kommt man in einem Dorf raus, wo wieder alles voll Bäume ist. Der so könnt ihr vielleicht auch mal weg. Wer ist denn? Ach, scheiß drauf. Na, ja. Ja, wie man sieht, hier Gewächshaus. Das kleine, von dem Typ, der das erbaut hat. Hier ist meine Version, die ist ein Tick größer. Alles reif, das Getreide, kann man Brote draus machen. Hier ist ein sogenannter Workshop, was das sein soll, weiß ich nicht. Dann ist hier anscheinend irgendein Ofendingens. Da sieht man auch, hier stehen zwei Öfen, Kamin drüber. Da ist noch Kohle drin und unten Sand. Und Mosstone ist verbaut hier. In der Mitte befindet sich ja auch ein schöner Brunnen. Gegenüber vom Brunnen, neben dem Fortstart-Dingens, befindet sich. Ja, das kann ich wieder registrieren. Hier irgendwie so ein Storagehaus. Noch hier ist Spitzhacken drin. Kobleston und hier Erde. Wird. Was bringt mir das eigentlich, dass ich hier oben nicht reingemacht habe? Genau da hinten. Naja, wird schon alles seinen Sinn haben. Falls man auch genau hinhört. Okay, falls man vorhin genau hingehört hat. Nein, falls man jetzt genau hinhört. Oder? Ach Mist. Naja, also falls man vorhin genau hingehört hat, hat man bereits den neuen Türsound gehört. Also den aus der 1.9 Pre irgendwas. Das möchte ich nochmal ganz kurz angemerkt haben. Mist steht nicht dran. Egal. Ich spiele hier eine 1.7. Immer noch. Warum immer noch? Vollversion ist das ein Mod raus. Also aktualisiert und zwar Too Many Items. Also der hier. Und ja. Das Zombies Modpack da, den ganzen anderen Shit ist noch nicht draußen. Und deshalb mache ich erst in der 1.7. Warum nicht in der 1.8? Das frage ich mich gerade selbst. Naja, egal. Hier ist halt ein Aussichtsturm. Da sieht man auch nochmal hier das Gewächshaus, das meines und das andere. Die von mir gebaute Stadtmauer lässt sich auf der Map da, ja, da oben. Die bewegt sich immer weiter nach oben. Ja, auf der Map da oben auch ziemlich gut erkennen. Dann, ja. Da ist ja die Bahn, die geht ja hier lang. So. Bumm. Und dann geht die da hinten runter und da rein. Das möchte ich jetzt nicht zeigen. Ich gehe mal kurz runter. Gehe dann hier in den Workshop rein. Falls ich hier überhaupt durchkommen. Ach, Menno. Da fliegen wir eben drüber. So, jetzt sind wir auch schon direkt über die Stadtmauer drüber geflogen. Da habe ich noch so einen seltsamen Wassergraben drumherum gemacht. Ach, naja. Egal. Hier geht halt ein Steinweg lang, also nur aus hier den reinen Stein. Ich will jetzt nicht Clean Stone sagen, weil es ja Gronkh immer sagt. Dann ist wieder, öh, das hast du ja von Gronkh geklaut. Was ist eigentlich hier los, dass es hier so hässlich aussieht? Egal. Wir gehen halt hier eine Treppe hoch. Dann gehen wir hier noch eine Treppe hoch. Und wir gehen ewig Treppen hoch.
müssen zum Treppen hochlaufen, verdammt. So, was hat man hier für eine schöne Aussicht auf die Stadt? Die Bäume hier, die Tannen, Birken, normalen, hast du nicht gesehen, Bäume? Die Alpha-Bäume, die ja auch noch zum Teil rumwuchern und total hässlich aussehen. Dann kommen wir halt in ein Haus. Und diese Drohnen da, die funktionieren leider nicht mehr, also in der 1.8 nicht mehr. Da habe ich Treppen verwendet, da die ja als unsolide Blöcke da gelten, was Drohnen anbetrifft. Ich muss mal jetzt hier rein. So. Also hier die Drohnen, die ja noch funktionieren. Ach ja, Rechtsklick funktioniert wieder nicht. Hier ist ein kleiner Ausgang aufs Dach mit noch einem Raum drin. Ja, Ausgang aufs Dach. Tür möge bitte kommen. Hier. Moment. Ach, egal, geht ja eh nicht. Wer vorhin genau hingeschaut hat, hat den bereits gesehen. Hier ist ja noch auch noch so ein Panoramafenster, so ein fettes. Und dann gehen wir jetzt hier runter. Wir gehen jetzt hier runter. Wir gehen jetzt hier runter. Ja. Naja, hier ist genau der Aufbau gleicher wie überall. Also nur Räume, leere Räume mit nichts drin. Genau aus dieser Tatsache will ich jetzt Flying anhaben. Geht es da wenigstens? Nein. Wir sollten ja auch noch irgendwas mal gehen. Jetzt gehen wir mal ganz kurz wieder. Ich muss das Haus wieder. Also der Weg hier geht ja, wie man gesehen hat, hier einfach weiter. Hier geht er raus irgendwie und dann in die Richtung ein Weg. Und in die. Ach ja, und in die. Da. Es wird Nacht. Egal. Na, da geht der Weg halt hier lang, dann da hoch und da oben rein. Ja, da oben geht er dann rein. Ich glaube, der Bereich hier ist noch irgendwie. Ist der hier oder ist er nicht? Ah, doch, hier ist noch eher öffentlich. Also, der geht ein Weg durch, wenn man das sehen kann. Ja, ein Tunnel, ein langer. Ich verändere mal ganz kurz die Zeit. So, wieder frisch am Morgen, also hier in Minecraft, nicht in RL. Da ist bereits 17 Uhr irgendwas. Jetzt gehen wir hier einen schönen Kiesweg lang durch einen Tunnel hier irgendwie. Und gehen wir einfach mal. Hier kommen jetzt auch gleich zwei Ausgänge zu Höhlen, also nach links und nach rechts. Die Höhlen haben auch einen Ausgang nach außen, sieht man ja. Also wie zu der Seite. Will ich jetzt aber nicht reingehen. So. Jetzt bitte nach vorne laufen. Ja. Hier geht halt ein Weg lang. Jetzt kann man schon sehen, da ist noch ein Dorf. Hier liegt aber noch ein dran. Hier folgen wir mal lieber dem Weg hier. Zu dem Weg kommen wir auch noch. Nur mal so. Und wozu wir auch noch kommen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gewusst habt, aber ich habe ja auch Kongs Let's Show Welt. Und da habe ich auch fleißig herumgebaut, so mehrere Kilometer Wege gebaut. Ich habe an den Koordinaten minus 1000 bis 1000 und minus 1000 bis 1000 XZ halt hier überall was schon was gebaut. Der Weg hier ist aber sehr schlecht ausgebaut, kann es sein. Ja, da habe ich da überall schon was gebaut. Eine riesige Fläche eben. Noch sonst noch hier und da was gemacht. Wenn man jetzt da oben lang geht zu dem Weg mit der fehlenden Treppe. Habe ich ja immer noch nicht gefixt. Wenn man hier dann weitergeht, dann geht es da hoch und da hinten in den Tunnel rein. Und den habe ich vorhin gezeigt mit
dem komischen öffentlichen Eingang. Und so würde man normalerweise reinkommen. So war das Ganze auch konzipiert. Sagt man das so? Konzipiert hier irgendwie? Naja, hoffen wir mal. Hier ist eine Schilffarm. Also keine automatische. Bitte eingehen hier. Ach. So. Hier habe ich bereits ein Crafting Table und einen Ofen aufgestellt. Jetzt unten hat es zwei Räume. Schöne Aussicht auf das Meer und ewig viel planiertes Land, was zuvor etwa genauso flach war. Hier geht's hoch, da ist nochmal Crafting Box Ofen. Sieht man auch, da sind Bücher drin, noch mehr Bücher, Schilf, Papier, da Eimer. Ach ja, da. Was? Warum ist da Eimer drin? Ach, das ist, sieht aus wie Müll von mir oder so. Das könnte ziemlich gut sein. Naja, also Bücher, sieht das hier. Ja, gerade eben ging der Rechtsklick noch und jetzt geht er wieder nicht. Naja, ist halt ein bisschen buggy. Hier kann man auch aufs Glasdach hinaus, rauf. Nee, doch ja hier. Ich habe gedacht, ich wäre runtergegangen. So, jetzt gehen wir aber runter. Und hier ist die Schilffarm. Ich will gar nicht so viel sagen, sonst wäre die Folge viel zu lang. Und ich muss die Welt hier wieder absplitten. Ich glaube, das mache ich auch. Hier habe ich auch noch ein Haus gebaut. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Haus sein sollte. Aber irgendeins. Was ein Wollteppich, ein Sofa, Craftingbox, Ofen. Ich glaube, es war Holzfäller oder so, ne? Ja, weil da ein Haufen Holz drin ist. Also nicht nur ein Haufen Holz, sondern auch Saplings hier. Ja, hier sieht man ja. In Saplings habe ich alles schön reingecheatet. Hier, la la la. Nein, das mache ich jetzt nicht. Brauche ich. Wooden Planks und Planks. Also ich hole eher hier Einrichtungsgegenstände. Warte, was hat der hier gerade? Kann es sein? Ich muss nur 20 Milliarden mal Rechtsklick drücken. Dann wird es kommen. Ah, ey. Egal. Tür natürlich zu. So, Tür zu, nächste auf. Hier geht es nur in eine Höhle rein. Ach, da wuchern ja wieder Pilze. Die scheinen sich auch sehr wohl zu fühlen. Na, das sieht die Tür halt eben offen. Mensch, ich muss mir meinen neuen PC beschaffen. Ah, den kaufe ich mir erst nächstes Jahr. Muss ja keiner wissen. Geht halt der Weg da das weiter. Das hier, das sieht so aus, wie als würde das doch genau da gehen. Da kannst du aber ewig warten. Oder kann ich das? Ja, kann ich. Ich bin von da gerade reingekommen, ja. Ey, ach egal, jetzt krieg ich Doppelsignale wie in der Pre-6. Hier kann man halt reingehen ins Haus. Da, genau dahin geht es, wenn man sich das genau anschaut. Da geht ein Kabel lang, nach da, nein, von da kommen wir, das geht nach da hinten rum und dann, ey, da unten lang. So, und es fällt mir auch gerade auf, dass ich im anderen Haus was vergessen habe zu zeigen. Aber das kann ich ja einfach so sagen. Und das Dach des Hauses, das ist schwarz, schwarz. Ich glaube, blau. Ja, das ist blau aufgrund der Tatsache, dass da Solarplatten drauf sind. Also imaginäre. Ach, da ist auch noch die andere Fackel. Hier kann man wieder rausgehen. Apropos rausgehen. Wenn man da wieder durchgeht, dann kommt man. Also wenn man da wieder durchgeht, kommt man raus, wo ich rein bin. Die offene Tür da. Na, 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 na. Lauf, lauf, lauf. Da. Hier. Hier ist so eine Art Hafen. Ein bisschen mit Wolle gearbeitet. Ich glaube hellblau oder so.
die unweise Wolle. Da sind wir mein Planet. Mein Planet mit Doppel-N natürlich. Mein planetes Land. Ja. Da sind die winzigen Solarplatten, die ich meinte. Das blaue. Die Dachfenster auch. Den habe ich zwar nicht gemeint, aber ich habe sie mir angemerkt. So, gehen wir wieder zurück kurz. Und hier wollten wir auch noch hoch. Also, ich wollte da hoch. Ihr das wollt. Ist mir klar. Nee. Weiß ich jetzt nicht. Hier ist auch nochmal Crafting Table, Boxen mit Booten und Wooden Planks. Ja, Wooden Planks. Ach, der ist schon für den Sound zum Bootsbau sein und so. In etwa. Jetzt würden da nicht die ganzen Boote rumstehen. Also gehen wir lieber mal wieder raus. Das hier ist eigentlich gedacht, wenn man da reinkommt und da hinten, nach da hinten will, will man sicherlich ein Boot leihen. Dann kommt man halt hier rein. Bumm, da ist Dingens. Da könnte ich auch nochmal einen Notenblock anbringen. Na, da tritt man halt auf die Platte, dann kommt da, leuchtet die Redstone-Fackel kurz auf. Und dann heißt es, dass hier jemand kommt. Haben wir noch ein Haus da hinten, das werde ich euch jetzt auch zeigen. Noch längere Buchstaben machen geht ja auch nicht mehr. Auf dem Hundi stehen auch rum, ist sehr gut gesichert. Hier kann man gar nicht ins Wasser reinfallen. So hier, ja, also hier, ach, was ist da noch? Moment. Moment. So, so viel zum Thema Moment. Ja, genau, hier ist noch ein Raum. Ich denke doch schon, das Haus ist ja irgendwie klein. Ja, Drohnen und Öfen sind hier drin. Sollte irgendwie Fischers Hütte oder so werden. Also die Hütte vom Fischer. Also von dem Mann, der das macht. Also der Beruf einfach. Hier sollte irgendwie ein Dingens rein. Moment, ein Dingens. Ich meine natürlich. Ein Minengräber, sagt man das so? Naja, irgendwas mit Minentyps halt, da sieht man auch schon, geht pretty weit runter. Ja. Ja. Geht halt schön weit runter. Wollte ich das ja jetzt irgendwie so machen, dass ich das alles selbst abbaue. Ohne Cheaten, weil hier in meiner 1.7 habe ich noch den Fail Loader drin, also ein Fail Mod Loader. Ich nenne es einfach mal Fail Loader. Wo es überhaupt keine Items gibt. Und deshalb habe ich dafür immer Minecraft kurz gedingens und so, ne? So, habe ich hier noch irgendwas zum zeigen? Ja, natürlich habe ich das und ich musste gerade irgendwie Spucke und so schlucken. Und hat dann irgendwie länger gedauert, weil ich zwischendrin noch tausendmal atmen musste und irgendwie so. So, auch hier wird es langsam dunkel. Moment. So, apropos langsam dunkel. Ja, ich meine natürlich so viel zum Thema langsam dunkel, nicht apropos. Ich zeige euch noch einen kleinen Ausschnitt von meinem Weg hier, den ich hier gebaut habe. Das hätten wir auch recht, eine recht langwierige Sache. Sie ist auch noch nicht ganz fertig, wie man sieht. Das war alles eine Steinebene. Hier komplett eigentlich. Hier lang, dann das hier war auch. Da ein Berg hoch. Der komplette Berg hier. Das alles hier. Es ging noch da hinten weiter. Hier war noch. Dann ging es noch nach da hinten. Wo hoch? Da hoch. Heute ist irgendwo ein Dungeon oder so, da hinten glaube ich. Da, ja, da sieht man den Cobblestone. Aber gehen wir mal den Weg weiter durch den Alpha-Wald. Den es auch Zabeduschter ist.
Deine Brücke, glaube ich, ja, über eine Höhle. Ab und zu mal Blumen. So, das muss ich mir gut merken. Ich gehe jetzt mal nach da. Ich weiß ja zum Glück, was kommt. Ihr nicht. Hatten wir den Soundtrack nicht schon mal? Nein, ist nur der letzte. Auf meinen Dingens hier. Also habe ich etwa schon mindestens eine halbe Stunde aufgenommen. Ach, laufen wir einfach mal weiter. Und dann kommt man hier hin, wo wir vorhin auch mal waren. Nach hier. Und wir sehen uns kurz wieder am anderen Ende des Tunnels. Also gleich wieder, nicht kurz. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Da habe ich wieder meine 20, nee, meine, ich sage es mal, ich schätze mal, meine siebte Zwischenpause da gemacht. Hier sieht man ja, also das ist alles noch mit Cobblestone hier gebaut. Wenn man sich das später, wenn man sich jetzt weiter hinten angeschaut hat, da waren einige Brücken mit Cleanstone halb gebaut. Das zeugt davon, dass einige Teile noch viel älter sind. Ja, schon viel älter wäre korrekter eigentlich. Naja. Gut, hier geht der Weg durch einen Tunnel, den ich noch fertigstellen muss. Also wirklich, den will ich noch eins höher machen. Jetzt sind mir, glaube ich, die Musik ausgegangen, wa? Nein, geht noch eine Minute. Eineinhalb. So. Naja, hier sieht man auch noch die schöne Stromleitung, die vorhin den Weg verändert hat. Ja. Das brauche ich eigentlich nicht weiter erläutern hier. Den Tunnel und so. Es war halt nicht gerade einfach. Naja, es war eigentlich schon einfach, aber es hat lange gedauert, den auszuheben. Auch wenn ich hier gecheatet habe. Jetzt gehen wir einfach mal weiter. An einem, ich glaube, der ist. Ja, der See ist natürlich hier, stimmt. Der ist natürlich natürlich. Das ganze natürliche Zeug, was einen Haufen Konservierungsstoff und so enthält. Also hier geht der Weg halt weiter. Und dann ja, durch die Prärie eben. Hier lang, sieht man das jetzt überhaupt noch? Ja, kann man noch. So. Geht hier halt Schlangenlinien durch den Wald durch. Da sieht man auch noch die zweite Schanze natürlich. Mir ist die gerade eben ausgelaufen und deshalb fliege ich hier noch schnell zu Ende bis zur nächsten Kreuzung. Da sind wir auch untergeschanzt. Irgendwo von da oben runter. Da habe ich hier zur Sicherheit überall Schienen drauf gebaut. Naja. Also, ist die Musik. Ach, es geht wieder von vorne los. Ja. Also, ich glaube, das war dann mal Teil 1 meiner Welt. Also meiner Welt habe ja kleinstenteils ich erbaut. Das war also Teil 1 meiner Welt mit zwei Dörfern, ein paar Metern Wege und der Achterbahn, die hier drin ist. Könnt ihr auch mal auf meinem Kanal gucken, da habe ich die auch als Favorit gespeichert. Und ja. Also dann tschüss, bis zum nächsten Mal am. Ach, da ist ja schon der erste Advent vorbei. What the hell? Wie schnell vergeht die Zeit? Ah ja, das ist da. 30. Ist es Dienstag? Mittwoch, Donnerstag, Freitag? Samstag, Montag. Hey, was schon wieder? Montag, der 7. Montag, der. Ja, das ist das 6. Ach, das ist Dingens hier. Nikolaustag oder so. Da kommt dann meine nächste Folge raus. Und ja, und jetzt mache ich wirklich Schluss. Also, tschüss, Leute. Wir sehen uns eben in der nächsten Aufnahme oder Folge wieder.